Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind hier im Quick Play Bildschirm. Ihr seht es bereits, ich habe mir Scotty Scheffler rausgesucht, denn wir wollen den Los Angeles Country Club als eine kleine Einspielrunde spielen. Es ist sozusagen Mittwoch Einspielrunde und Scotty hat sich bereit erklärt, mit mir auf die Runde zu gehen, um ein bisschen ja den Platz kennenzulernen. Wir werden uns auch ein bisschen dann natürlich unterhalten über die Patch Notes, über die 4.0 Patch Notes, was sich da alles getan und verändert hat. Aber vor allen Dingen wollen wir uns den Los Angeles Country Club mal genauer ansehen. Ich habe euch ja in die Videobeschreibung auch ein paar Links gemacht von diesem Platz. Drohnenflüge, Hole-by-Hole-Vorstellungen auch. Direkt das offizielle Video von der USGA und das könnt ihr euch gerne anschauen, ist sehr interessant, weil der Platz ist interessant, ist auch mal wieder ein bisschen was anderes und darüber werden wir jetzt gleich sprechen, wenn wir starten. 18 Loch Matchplay klassisch auf dem Los Angeles Country Club. EA Sports is proud to bring you coverage of the world of golf today from the Los Angeles Country Club, home of the 2023 United States Open. Rich Lerner pleased, as always, to be joined by Frank Navolo. And Frank, today we're going old school. This is a one-on-one competition using match play. You've done it around the world, match play over in Europe and at the President's Cup. What does it take to be a good match play golfer, Frank? Someone that stays in the hole as long as possible. And that's the thing, because if you just hit a bad shot, you almost give up on it. I mean, you're conceding a hole immediately to your opponent. Don't give an inch. So, wir stehen also am ersten Abschlag in Los Angeles und die erste Auffälligkeit oder die erste Veränderung, zumindest kommt es mir vor, wir haben hier vorne jetzt Abschlagsmarkierungen, kleine Fähnchen. Das sind also jetzt die verschiedenen Abschläge und wir schlagen von ganz, ganz hinten ab, also den Profi-Abschlägen. Es gibt da noch ein paar andere Verbesserungen, das werden wir jetzt auch gleich sehen, wenn wir hier den Swing-Meter haben. Also auch da soll es was geben. Ich mache mal ein paar Probeschwünge. Der soll auf jeden Fall auch ein bisschen anders aussehen und es geht nämlich gar nicht um das rechte, glaube ich, rechts unten in der Anzeige, sondern es geht wirklich hier um diesen Bogen auf der linken Seite. Naja, gut. Also da soll auf jeden Fall die Visibility etwas verbessert worden sein. Wir werden sehen, was das Ganze uns bringt. Nichtsdestoweniger schauen wir uns mal dieses Par 5 zu Beginn der Runde an. 529 Yards, das ist ordentlich, aber sollte kein Problem sein. Ein bisschen Wind haben wir von der rechten Seite, deswegen werden wir den Ball hier auch rechts ins Fairway schlagen. Ich wünsche uns ein schönes Spiel. So, ich hoffe, da bleibt ein bisschen weg von den Bäumen. Easier to start things out, and from there he should have a chance to go for this opening green in two. Jo, und sie sagen schon, das ist also die Möglichkeit, mit dem zweiten das Grün zu erreichen. Hier haben wir Scotty Scheffler und da soll ja auch ein bisschen was korrigiert worden sein an seinem Gesicht, an seinem Kopf. Naja, wir werden sehen, ob da wirklich was zu sehen ist. Er schlägt den Ball auch links, aber seiner dürfte, oh ja, knapp. And that is safely in the left side of the fairway, a fine start here to his round. Gut, das heißt, wir dürften als nächstes dran sein, dass Scotty Scheffler etwas näher. Naja, okay. Am Loch liegt's, beziehungsweise zur Fahne. Oh ja, das ist jetzt natürlich nicht so einfach. Da müssen wir den auf jeden Fall reindrawen, damit wir hier, ja, von der Seite. Und das ist jetzt so ein bisschen typisch, diese Bunker und dieses Gras hier um diese Bunker rum. Das ist spezielles Gras, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber das werden wir jetzt hier häufig erleben. Und das ist noch einer von den, ich sag mal, geschmeidigen Bunkern. Aber das, wie gesagt, werden wir sehr häufig hier erleben, dass dieses Gras extra hier angesät ist. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Okay, wir werden versuchen, Eisen 5, der Wind kommt von rechts, mit dem Eisen 4, der wird rollen und wir werden den rein faden. So, da oben sehe ich gerade hier am Kameraturm, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Grafikprobleme, da flimmert's und macht's. Naja, wir wollen es, ja, wir konzentrieren uns aufs Spiel, so möchte ich wohl meinen. Eisen 4, Eisen 5.
und reinrollen lassen. Also direkt hier über den Bunker wird nicht gehen, jedenfalls nicht aus 205 Yards, 225 oder was hatten wir da, ein Hybrid 226. Eisen und der Ball ist ja eigentlich gut gerollt. Okay, dann versuchen wir das mal so und werden den reindrohen. Okay. Na, da würde ich doch sagen, das war zumindest mal ein ordentlicher Schlag. Mitte grün, damit kann man leben. Wow, what a nice way to start the day, Frank. Straight out of the gate and the barn door is officially open. Ja, Scotty hat es auch nicht leicht. Da muss ich auch erst noch mal ein bisschen Gedanken machen, wie das Ganze funktioniert. Hat ein Eisen in der Hand. Okay, da geht eher den direkten Weg auf die Fahne. Aber liegt dann jetzt auch Mitte grün. Got every bit of that, threw it all the way there and got it to stop. Home in two on the par five. A great position to be in on this opening hole, though it is a long look at eagle. Ja. Okay, bisschen mehr wie immer. Es ist ziemlich eben, aber das Ganze kommt von links. Am Anfang nicht, aber gegen Ende. Und zwar ziemlich dann doch deutlich, deswegen mindestens anderthalb Kästchen. Sogar vielleicht noch ein bisschen mehr. Okay. Ja, das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Da rollte aber doch deutlich flott über das Loch hinaus. Also die Grüns sind, 11 Fuß, das ist schon deutlich verpattet. So after two good shots to get here, this a long look for a possible eagle. Ja, Scotty macht es deutlich besser. Und jetzt müssen wir den eigentlich stopfen, weil wir sonst gleich eins down liegen. Wir spielen Matchplay. Ah, jetzt, ach, deswegen, es geht hinter dem Loch, ging es bergab. Ja, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Gebe ich zu, mein Fehler. Zu langsam. Schade, schade. From 4 feet for birdie. Jetzt bin ich mal gespannt, weil es hieß ja an der KI wurde gearbeitet, dass die Jungs auch die kurzen Putts reinkriegen. Also den sollte man reinkriegen und den hat er auch drin. Das heißt, eins auf für Scotty Scheffler. And it'll be an early lead, one up after one hole. The second is a tough par 4, measuring out at 497 yards. Bunkers serve as obstacles left and right off the tee, but this hole's all about the second shot, as players will likely be faced with a long approach over the Barranca. Ja, das ist eben hier das Besondere. Da kann man den Ball nicht reinrollen lassen. Da muss man auf jeden Fall aus der Luft bzw. den Ball über den Graben rüberspielen, sonst hat man echt Trouble. Scotty erstmal mit einem Drive. Ja, sehr gut. That will be more than adequate. It's safely into the fairway. 304 Yards. Hat ein bisschen viele Falten, finde ich. Naja, okay, wir müssen schauen, dass wir also, der Wind drückt ihn ein bisschen nach rechts, ist aber alles moderat hier. Das ist alles moderat. Vielleicht werden wir den ein kleines bisschen flacher anspielen, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr rollt, obwohl es ja berghoch geht. Naja, wir werden sehen. So, springt glücklicherweise ein bisschen nach links. Ja, und wir sind etwas kürzer als Scotty. Das heißt, wir dürfen den nächsten Schlag wieder machen. Wir müssen vermutlich immer vor ihm schlagen.
So, 207, 207. Ein Eisen 4. Eieieiei. Eisen 6, ist das eventuell dann zu kurz? So, hier sehen wir dann diesen Graben. Ja, Eisen 6. Wir haben ja ein bisschen Rückenwind. Eisen 5 ist zu viel. Und da geht es dann auch ein bisschen runter, ne? Ja, wir müssen hier schon hier oben auf dem Plateau zum Landen kommen. Und dann halt vielleicht dann eben mit einem Fade arbeiten. Der Fade ist gut. Jetzt ist die Frage, ist er lang genug? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, damit können wir arbeiten. Well, not as close to the pin as you'd like, but when you find greens in regulation on a regular basis, you're going to have a chance. Ja, da hat er völlig recht. Wir sind zwar ein bisschen weit weg vom Stock, aber wir liegen immerhin mal auf dem Grün. Scotty macht das natürlich etwas geschmeidiger. Scotty macht das natürlich sehr, sehr gut. Hat ein bisschen viele Falten um die Augen rum, habe ich so das Gefühl. Have to give this a pretty good thump. This is well back there and into the hill. Ein Fuß hoch. Ein Fuß hoch. Okay, diesmal schauen, dass er nicht ganz so langsam ist. Aber der wird halt am Schluss wegrollen, oder? Ja, oben ist es flach. Wir haben eigentlich nur am Anfang Break. Dann rollt er lange, lange vermutlich gerade. Und dann breakt er nochmal. Okay. Ja, ich glaube, der ist zu langsam. Der ist deutlich zu langsam. Oh boy, way short. Have to hit it. This will be a 14-foot putt here. Oh, hat aber ganz schönes Break anscheinend. Hält sehr weit links an. Ja, viel zu kurz. Das ist schon auch ein bisschen ungewöhnlich. Da meint die KI gut mit uns. Jetzt müssen wir diese Einladung auch ein bisschen annehmen. Auf 15 Fuß, okay. So, ein bisschen mit auf jeden Fall. Okay, just a par, but that will at least guarantee no worse than a tie here on this hole. So, jetzt könnte ich ihm natürlich den Ball auch schenken. Aus der Entfernung sollte er den eigentlich versenken. Liegt da wie immer noch mein Ball wieder drin? Guck an. Finished off for a par here with the second, and that will mean this hole is tied. The third is another par four, this one a bit shorter at 419 yards. You'll want to get familiar with the hole location prior to teeing off. Left side hole locations should dictate a drive up the right side of the fairway and vice versa. Up at the putting surface, three front bunkers protect this molar-shaped green. So, auch hier sieht man die verschiedenen Abschlagsmarkierungen mit blauen Stöckchen, weißen Stöckchen. Und das soll eben jetzt auch auf den anderen Plätzen sein. Ja, da hat man ja als nie so richtig gewusst, wo man eigentlich abgeschlagen hat. Good-looking shot there. Well placed in the fairway. So, 251, das scheint nicht allzu lang zu sein. Ja, es geht auch deutlich nach oben, ganz klar. So, entscheidend ist natürlich, dass man den hier rechts in den Hang spielt, vielleicht eben mit einem leichten Draw, dann rollt er hier uns in den Hang rein, beziehungsweise dann in die Welle. So, und das würde dann nochmal Meter bringen. Und ich mache hier nochmal einen Probeschwung. Ich glaube, das Entscheidende ist auch so ein bisschen jetzt an dem Swingmeter, dass da oben kein so Knopf mehr ist, also keine so Idealposition, sondern dass der dann da hinten rot wird. Ja, okay. Also wie gesagt, ich kann es gar nicht beurteilen. Mir ist es nie so aufgefallen, weil ich gar nicht mit diesem hier links auf der Seite hier mit diesem Strich hier gearbeitet habe. Aber gut, wir wollen... So, jetzt muss ich gucken. Ah ja, Ball ist da. Okay, dann raus das Teil. Ah, da war mal ein bisschen... Haben wir zu früh den Schwung abgebrochen.
Aber diesmal sind wir länger als Scotty. Dann schauen wir mal, was jetzt Scotty macht hier bei der Annäherung. Jetzt legt er mal ausnahmsweise vor. Second shot coming up. Let's bring in Iona Steven. 130 yards to get you to the front portion of the green. 139 yards will get you to the flag. Oh. Pin on the right hand side. Yep. So really looking for a fade in here if he can. So, da liegt er also definitiv jetzt im tiefen Rough. Split the fairway and now we'll have a go at this second shot. Das wollen wir eigentlich nicht. Hier wäre es am besten oder am geschicktesten. Man würde tatsächlich mit ein bisschen Spin arbeiten, dass er zurückkommt. 22 Fuß nach oben. Dann machen wir doch ein bisschen länger. Wir haben nur wenig moderaten Wind. So, okay. Und dafür etwas höher spielen. Dann müsste er doch zum Liegen kommen. Ja, wieder ein bisschen früh abgebrochen. Reicht der? Reicht der? Yep, der reicht. Sehr gut. Direkt hier in die Zunge. Ja, das hat er gut gemacht, obwohl jetzt der Ball hier doch deutlich rechts abhaut. Man sieht es, da ist doch ganz schön ein Höhenunterschied. You'd like to be a leisurely stroll out on the golf course into a day of hard work. Yeah, what could have been a tap-in is now going to be a grind. 6 inches nach oben. Müssen wir auf jeden Fall hier hin. War ein bisschen mehr. Ist eigentlich eine gute Chance jetzt für ein Birdie, weil es tut sich wenig auf dem. Weil wir liegen direkt unter dem Stock im Prinzip. Da oben geht es dann ein bisschen nach links. Das heißt, da wo es dann langsamer wird, müsste er ein bisschen rüberkommen. Aber am Anfang wenig. Jetzt komm rüber. Oh. Right about 9 feet here to the hole. Ja, und er schiebt den auch vorbei und gibt mir die Chance. Ja, ein fairer Sportsmann. So, okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das bricht ja unheimlich sofort nach rechts. Oje, oje. So that safely in, it's a par here at the third. And that's going to tie the match here through three holes. We come now to our first par three of the round. It is the downhill 228-yard fourth. The biggest issues to contend with here, greenside bunkers both left and right, as well as a difficult runoff area over the back, making par a challenge when tee shots miss the mark. So, wir schauen mal kurz rein. Ah, so sieht es jetzt aus. Okay, geteilt. Scheffler, eins auf und dann hier die drei geteilt. Okay, ich glaube, hier hat man auch ein bisschen an der Scorecard gearbeitet, wenn ich richtig weiß. Okay, sieht jedenfalls gut aus. So, also wir schauen uns mal diese Bahn an. Die ist natürlich sehr, sehr interessant, weil sie ja ganz schön bergab geht für ein paar drei. Wir haben etwas Rückenwind, also müssen wir den auf jeden Fall hier ein bisschen von der langen Seite, also da, wo wir mehr Grün haben, mit einem leichten Fade reinspielen. So, was man eben sieht, auch hier diese Flächen hier, diese so sandige mit Grasbewuchs, das müsste man eigentlich, ich glaube, das nennt sich dann eben Waste Area. Und davon wird es hier auf diesem Platz sehr, sehr viel haben. Oh ja, jetzt sehe ich gerade. 217. Hybrid. Ja, das Problem ist ja, wir müssen den ja zum Liegen bringen. Schaffen wir das? Wood. Ach du Schande. Ja, da kommen wir, da werden wir nicht länger. Okay. Hybrid. Tut mich echt ein wenig schwer, wenn man natürlich eine Einspielrunde spielt. Ja gut, auf der anderen Seite ist es wie gesagt eine Einspielrunde. Das soll heißen, wir üben ja.
Wir üben ja und müssen ja herausfinden, was Sache ist. Und deswegen werden wir jetzt doch das Eisen viermal probieren. Und das Ganze ein bisschen faden. Okay. Mit genügend Gas, hoffe ich. So, und bleibt er liegen? Naja, okay, er rollt hinten durch und wird vermutlich im First Cut. Jo, und das ist soweit okay im Fringe. Oh ja. Die Linie ist deutlich weiter rechts. Ja, und da sieht man, was passieren kann, wenn man das Grün nicht trifft. Man kriegt da vermutlich noch mehr Falten um die Augen. Okay, der ist deutlich zu kurz. The strike was fine on the pitch shot. Ball first, then turf. Just wasn't really hit hard enough. So, auch wir bietet oder er bietet unseren Pitch an. Wir könnten natürlich auch putten. Am Anfang und dann, jetzt schauen wir nochmal. Das Ganze ist ein Fuß. Das ist nicht so viel. Aber wir haben sozusagen Advantage, Woods. Ja, okay, da geht es ein kleines bisschen nach links, dann geht es da vorne rechts. Ich werde es nochmal schauen. Ja, und auf den letzten 2-3 Meter ist es eigentlich gerade. Okay. Ja gut, wie gesagt, wir müssen eigentlich nur gucken, dass wir einigermaßen an den Stock kommen, weil Scotty hat jetzt Druck. Oh ja, und der Ball rollt wieder wie wild durch. Haben wir uns wieder total verschätzt. Ja, der kommt nicht zum Liegen. Der rollt und rollt. 24 Fuß übers... Ja, das ist alles andere als an den Stock. Okay, wir liegen sogar weiter weg als... Gut. Ah ja, 6 hoch. Okay, das Gute ist, dass es relativ wenig Break hat. Relativ. Ja, vorhin hat er ja überhaupt nicht gebrochen. Und am Ende geht es ja wieder nach rechts. Disappointing. He misses the par putt and he'll have this for bogey. So, mehr oder weniger ein Tap in. All right, so just a bogey, but that'll be good enough to at least get a tie here and still possibly even win the hole. Ja, der erste Putt war einfach schlecht. Wir liegen fast auf dem Grün und haben 3 Putt. Das ist natürlich ganz übelst. That one finished off. It is a bogey here at 4. So, die KI arbeitet jetzt aber vernünftig und Scotty kriegt tatsächlich die kurzen Putts rein. The fifth is a par 4 at 480 yards. This hole bends ever so slightly to the right as it runs parallel to Sunset Boulevard and features an expanded landing area since the most recent redesign. Two front bunkers protect a green that's been restored to its original Thomas and Bell configuration. So, wir schauen uns jetzt mal hier das Birdie-Buch an, weil wir sehen ja hier um den ganzen Platz herum sind entsprechende Gebäude und Villen und auch das Wort Sunset Boulevard ist gerade gefallen. Also das Besondere an diesem Platz ist definitiv, dass hier ja viele, viele, also so wurde es in den Videos, die ich gesehen habe, zu dem Platz auch angesprochen. Ja, Lionel Richie wohnt hier ganz in der Nähe oder die Gründer von Snapchat und jede Menge bekannte Promis und so weiter. Also hier stehen, man sieht es schon mit den
entsprechende Häuschen. Das sind keine kleinen Einfamilienhäuschen, das sind schon Villen. Und hier stehen halt schon besondere Häuser. Und hier sind in der Nähe ganz besondere Menschen, Promis, Stars, was man natürlich auch in L.A. erwarten darf. Wir konzentrieren uns auf den Abschlag. Ein paar Vier, wo da vorne dann der Ball definitiv dann rechts runterrollt. Aber ich denke, so weit kommen wir gar nicht, da es ja hier deutlich bergauf geht. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Wir haben etwas Rückenwind. Ja, und dann schlagen wir den Ball mal so. Ja, startet leicht nach rechts, nimmt aber die Kurve an vom Wind. Kommt er hier vorne in den Hang? Nein, er bleibt oben liegen. Okay. Und 208 Yards ist natürlich jetzt wieder ordentlich und wir haben ja die Bunker vor uns. So, sehr schön. 217, das heißt, wir müssten etwas länger liegen. Und Scotty darf zuerst versuchen, den Ball an den Stock zu bringen. Ja, er geht aggressiv. Die längste Stelle über die Bunker. Oh ja, da hat er diesmal Glück gehabt. Da war er jetzt mal diesen Meter lang genug und liegt, glaube ich, pinhai. Sehr schön. So, Eisen 4. Ja gut, wir haben ja eigentlich hier genügend Platz. Eisen 5 etwas höher angespielt mit dem Draw. Das müsste doch eigentlich auch helfen. Na, er droht mir ein bisschen zu viel, aber er müsste doch liegen bleiben, oder? Ja, rollt wieder ein bisschen durch, aber liegt auf dem Grün und somit haben wir wieder alles richtig gemacht. Und wir werden zuerst putten müssen und wieder vorlegen. Look here at birdie. And this should have a little bit of left to right in it, but you've got to be careful not to hit this too hard. So, diesmal 9 Inches und vorhin ist er uns ja ganz schön drüber gelaufen. Jetzt muss ich mir das aber echt mal anschauen. Dahinter läuft er auch weiter drüber, deswegen, okay. Dann werden wir jetzt mal hier auf diese Länge gehen. Ein bisschen von links nach rechts. Ein bisschen von links nach rechts. Ja, ja, es macht halt 27, 35, 32. Ja, ja, ist schon ganz schön ordentlich. Wir gehen nochmal ein bisschen kürzer. So, rollt er jetzt durch. Okay, also auf jeden Fall haben wir jetzt besser dosiert. Couldn't ask for much more on that putt. An outside look here for birdie. So, in dieser Situation, da liegt meine Marker ja direkt auf seiner Puttlinie. Ja, doch, er muss über links putten, aber hier würde man eigentlich den Marker versetzen. Auch er bleibt zu kurz. Das ist jetzt auch schon das zweite Mal oder das dritte Mal. So, aber das Loch müssten wir uns doch teilen. Okay, there's one. Can't lose the hole. That's safely in for par. Naja, und ich glaube, unser Ball liegt schon wieder im Loch. Ha, ha, ha. That one finished off. It is a par here at 5. And that's gonna tie the hole. As this match will remain level. Über die rechte Lochkante. Was soll ich jetzt dazu sagen? About every great course in the world features one par four under 350 yards, allowing for multiple playing options. On the north course, it's this one, the sixth. This hole checks in at just 325 yards and is one of the great risk-reward holes on this course. Long hitters can have a go at the green, but doing so brings in all manner of obstacles that are avoided when playing for position off the tee.
So, das ist also eine ganz spezielle Bahn, die 6. Man sieht es. Also da kann man hier rechts über den Baum schlagen. Da steht ja auch, wie gesagt, nicht ganz umsonst da drin, rechts oben. Also entweder schlägt man ganz normal hier das Fairway runter und muss dann hier über den Bunker das Grün anspielen. Oder Longhitter werden natürlich versuchen, bei 325 Yards hier das Grün anzugreifen. Also das dürfte eine ganz interessante Sache sein, wie die Profis dann jetzt am Wochenende bei den US Open tatsächlich so eine Bahn spielen. Der Amateur würde natürlich ganz normal hier den Ball da runterschlagen und dann versuchen rechts rüber. Aber auch das ist ja nicht besonders leicht, weil wir haben davor Bunker und wir haben dahinter Bunker. Und also das ist nicht ganz ohne hier. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Jetzt müssen wir uns mal das anschauen, wie das jetzt mit diesem Baum ist. Okay, wir müssten eigentlich hier rechts von dem Baum bleiben. Und das Ganze mit dem Driver. Okay, da kann man hier durchspielen und dann springt er aber in den Slope und dann bleibt er eigentlich relativ liegen. Das könnten wir schon mal probieren, einfach spaßeshalber, weil, wie gesagt, es ist ja eine Proberunde. Wir müssten aber nochmal überlegen, ob wir den irgendwie kurven oder nicht. So, die neue Funktion in dem Spiel ist ja, dass es uns anzeigt, wenn wir irgendwie zu niedrig sind. Dann müsste das eigentlich hier orange werden. Ah ne, das tut es hier nicht. Ja, nicht mit dem Driver. Da müssen wir mal schauen, wenn wir woanders liegen. Okay, Freunde. Wir drohen den hier rein. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, macht die Kurve nicht, so wie ich das wollte. Oha. Naja, wir sind im Rough. Ah, too strong for this hole, eh? Ran out ja, ein bisschen mehr Kurve. Big hit, though. Aber Scotty geht natürlich auch aufs Loch. Oh ja, ist auch rechts davon. Aber seiner bleibt halt schön liegen, okay. Ball sitting okay here for his second here at the sixth. Ja, Raff 92, 97. Wir schauen mal, dass wir den Flop spielen. Und zwar weiter nach hinten. Okay. Okay. Weil dann bleibt er auf jeden Fall liegen. Oh ja, ein bisschen zu weit. Okay. Ah, der bricht auch gleich links weg. Hat nicht richtig über den Hügel gebracht. This a little under 10 feet for birdie. Geht schon wieder ganz schön hoch. Also das sind auch so typische US Open Grüns. Also das wird sowieso ganz, ganz spannend, weil die US Open sind dafür ja bekannt, dass hier immer die Grüns extrem schnell gemacht werden. Und da sind auch schon einige Profis verzweifelt. Vor allen Dingen, wenn dann hier die Löcher so wie hier ein bisschen im Hang hängen. Und das kann eine ganz lustige Nummer werden. Also natürlich sollte es ja auch ein Major sein, was ja die Trophäe ja nicht verschenkt werden soll, sondern hier sollen ja sich die Besten messen. Und dementsprechend sucht man sich eigentlich auch mal Plätze aus, die Herausforderungen haben. Und die werden dann nochmal ein bisschen speziell präpariert, nämlich mit schnellen, glatten, spiegelglatten Grüns, könnte man fast sagen. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Also das Ganze 3. Okay. Viel Break haben wir ja eigentlich nicht. Das ist erst gegen Ende. Ja. Ja, über links. Well played hole. That will swing the pressure to the other side as this one in for a birdie. No touch to this one. So, Scheffler hat jetzt meine Puttlinie gesehen. Ja. And that won't do it, so that is gonna break the tie. Turning south, we come to as long a par 3 as you're gonna find in Major Championship Golf. The seventh hole here checking in at a full
284 yards, all you want. Oak trees lining this secluded section of the golf course, and players will have the option of landing their tee shots shy of the green on the short grass and running them onto the putting surface. This is a tough test. Also, was soll ich jetzt dazu sagen? Das sind 319 Yards und das soll ein Par 3 sein. Leute, 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 das sind ja 280 Meter. Ein Par 3. Also ich finde jetzt, das ist ein bisschen übertrieben. Also mit einem Driver ein Par 3 anzugreifen, auch für die Profis, das ist schon spannend. So, wir schauen uns auch und dann auch noch ein bisschen Gegenwind. Es geht etwas runter vom Gelände her. Wir werden aber trotzdem schauen, dass wir den irgendwie, ja, und das ist eben die Schwierigkeit, dass wir den hier reinfaden. Weil sonst liegt er natürlich rechts hier im Gemüse. Okay. Das Ganze ein bisschen flacher, anders geht's gar nicht. Also erstmal sieht's nicht schlecht aus. Okay. Ja. Und noch nicht mal das Grün getroffen. Okay, 286 Yards. Not on the green, but not in a terrible spot either. Sitting up in the short grass. Jetzt bin ich mal gespannt, was Scotty macht. Hat natürlich auch den Driver in der Hand. Ja, geht über rechts mit dem leichten Draw. Ist natürlich dann auch ein bisschen länger, hat er völlig recht. Das hat er hervorragend gemacht. Und wenn das noch ein Hole-in-One wird? Nein. 297 Carry. Na, das hat er natürlich sehr, sehr gut gemacht. So, was haben wir? Bergauf, oder? 2 Fuß bergauf. Ein Pitch. Der muss da hochrollen. Wir haben eigentlich wenig Breaks. Und wenn, geht's ein bisschen nach links. 31, dann machen wir 27. So viel wird er gar nicht rollen. Ja, wir stehen ein bisschen über dem Ball. Ja. Okay, not a bad lead. That's a good shot. Let's bring in Nota Begay the third for a look at birdie. A very makeable look here, slightly downhill with just a slight move from left to right. So, das war dann klar. Absolutely perfect there, down the slope. It's in for a birdie. And that's got to level up the match. All tied here on the front side. The second of the par fives on the course is this one, the 547-yard eighth hole. This is another of the great risk-reward holes on the course. A well-struck drive should have a reasonable chance to reach the screen in two. But beware of the Barranca left, and bear in mind that this green is on the smallish side, so long approaches will need to be precise. So, Scotty darf als erster, weil er das Loch gewonnen hat. Und das war jetzt schon irgendwie fast klar, nachdem, also hier hat die KI mit Sicherheit wieder ein bisschen korrigiert, nachdem sie ja den letzten Putt hier auf der Lochkante hat liegen lassen. So, interessantes Par 5 auf jeden Fall, weil man hier über den Graben rüber muss und man kann eigentlich hier nicht mit dem ersten hier die rechte Seite des Fairways erreichen. Yep, und dann hat man eben da vorne die Bäume, sodass man auch da eigentlich ein bisschen eine Kurve schlagen muss für den zweiten Schlag. Also das ist ein richtig spannendes, muss man einfach so sagen, spannendes Par 5. So, wenn wir natürlich hier auf der linken Seite, dann kriegen wir ein bisschen so Steilkurveneffekt. Dann müsste er uns dann eigentlich auch rechts runterrollen, da wo der Scotty ist. 497, 276, naja, okay, ist eigentlich machbar. 220, wenn alles gut läuft. So, wir werden den aber ein bisschen reinfaden. Dann kriegt er noch ein bisschen Speed, ein bisschen flach. Und dann wird es auch hoffentlich, ja, dass der die Kurve runterrennt. Yep. Okay. That's right in the pocket. Now watch this gravity take over here. That's gonna come on down the slope. Wow, really well done. So, natürlich ist die Bahn entsprechend so konzipiert, dass im Normalfall die Bälle da unten liegen bleiben. Das ist dann der optimale Platz.
Superb position, right in the fairway and 200 yards to the flagstick. So, und hier haben wir jetzt eben die Konstellation, die auch diesen Platz so besonders macht, dass man hier die Hochhäuser von Los Angeles direkt hat, dass man die immer so ein bisschen die Skyline zu sehen bekommt. Also das ist eben auch das Schöne an diesem Platz, auf dem ja, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ich glaube, das ist die erste US Open, die hier gespielt wird. Also es ist natürlich auch ein Platz, der schon Tradition hat, der alt ist, aber da wurden noch keine allzu vielen oder noch keine so bekannten großen Turniere gespielt. Und insofern ist es natürlich immer eine Auszeichnung, wenn eben hier so eine Veranstaltung stattfindet. Yep, weil meistens wird nämlich, glaube ich, auf dem Riviera Country Club da wird gespielt, der ja auch hier in der Nähe von Los Angeles sein müsste. Ja, das ist natürlich jetzt wieder der Punkt, wie kriegen wir den Ball bei der kurz gesteckten Fahne? Eisen 6 über rechts und dann müsste er dann auch hier reinkicken. Jetzt schauen wir uns das nochmal ein bisschen an. Ja, da müsste der auch hier so wenig reinkicken mit einem leichten Draw. Und dann ein bisschen höher anspielen, weil er sollte ja auch zum Liegen kommen. Okay, die Kurve hat er, aber kriegt er auch den Bounce nach links? Ah, bleibt zu früh liegen. Schade. Has to be thrilled with that second shot here to the par 5. Frank got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Ja, er macht auch den leichten Draw, aber der scheint mir auch ein bisschen... Ja, und zu kurz, da kommt sogar ein bisschen zurück. Okay. Also mit dem Eisen mehr, den man dann doch hinter den Stock spielen können. Ein Pitch. 7. Okay. Ah, sie rollen schon ganz schön aus. Ja, also das ist auf jeden Fall. Sie rollen ganz schön aus. Jetzt hoffe ich mal, dass Scheffler nicht ganz so gut ist im kurzen Spiel. Okay, dann sind wir wieder, müssen wieder wir vorlegen und versuchen, den Putt zu stopfen, weil sonst... Seven-footer for birdie. So, geht wieder berghoch, aber nur ein bisschen Level. So, das Ganze geht kontinuierlich nach rechts. Also wenn wir linke Lochkante machen, dann müsste er doch. Dann müsste er auf jeden Fall die Kurve laufen. Oh, that's a nice putt. It's in for birdie. And it will put the pressure on to try and match. A great opportunity here for birdie. So, und das ist immer das Schöne beim Matchplay. Jetzt hat natürlich Scotty den Druck, er muss den Ball versenken, sonst verliert er das Loch. Ansonsten wird es geteilt und er schiebt mal wieder vorbei. Die KI schiebt ihn vorbei. Okay. The final hole of the front side of the North Course at the Los Angeles Country Club is a par 3 at 171 yards. A good football field shorter than the 7th. Bunker short, left and right protect narrow green. Featuring a number of dramatic contour changes. Ja, das ist jetzt ein normales Par 3 und hat es auch angesprochen, ein ganzes Footballfeld kürzer, also gut 100 Meter oder 110 Yards, ein Footballfeld 50, 100, ich glaube 100 Yards ist ein Footballfeld. Okay, Eisen 6 schlägt mir mein Caddy vor, er ist der Meinung, mit einem Eisen 6 komme ich da genau bis zu dem Stock. Wir haben auch ein bisschen Gegenwind, wir müssen natürlich den Berg hochspielen, deswegen werden wir das auch wirklich mal so tun. Ein bisschen hochspielen. Er wird aber rollen. Ja, die rollen immer sehr, sehr gut. Natürlich wäre es jetzt auch wieder gut, hier mit einem leichten Draw hier reinzuspielen. Okay. Okay. Mal schauen, wie er sich jetzt verhält. Er ist auf der Linie. Ja, das war jetzt, glaube ich, ein ganz ordentlicher Schlag. Zum Abschluss der Front 9. Yeah, very good shot, taking it in right of the hole and a good look upcoming.
Oh, da ist es Divot noch schnell verschwunden. Die Kurve ist ein bisschen arg, Herr Kollege. Ja. Yep. Da hatten beide dieselbe Idee, aber ich glaube, ich habe es ein bisschen besser ausgeführt. Okay, guter Bunkerschlag, aber nicht zum Birdie. Okay, that should be inside of 10 feet, not too bad. So, da haben wir dann wieder die Chance. We'll do this for par to win the hole. Frank, that is painful. I mean, all you gotta do, just hit it. Just hit it. So, da wieder auch eine kleine Anmerkung. Birdie to win the hole. Ja, da haben wir nämlich gerade nochmal denselben Spruch gehört. Gerade bei Scottie Scheffler hieß es, to win the hole. Also wenn wir zum Birdie liegen und er spielt das Par, dann ist das eigentlich nicht, um das Loch zu gewinnen. Also dann muss er hoffen eigentlich, dass wir das Loch teilen. Und da wurde ja auch an den Patches einiges, oder da hieß es in den Patch Notes ja auch, dass man in diesen Kommentaren ein bisschen gearbeitet hat. Also hier jedenfalls bin ich der Meinung, hat das nicht ganz gepasst. So. Also, jetzt ist es ja nicht nur so, dass der Kollege ja den auch noch den Par-Putt vorbeigeschoben hat. Das heißt, im Prinzip haben wir hier zwei Putts, um das Loch zu gewinnen, weil wir müssen nur das Par spielen. Es ist even. Das Ganze zieht von rechts. Wir machen es ein bisschen kürzer. Nee, stopp mal. Eins tief oder was? Nein. Okay. So. Okay. Über rechts. Und das ist jetzt natürlich auf diese Kürze mit langsamen Putt etwas mehr Break. Ja, geht rechts vorbei. Ah, ärgerlich, sehr ärgerlich. So, und jetzt soll der normalerweise der Kollege seinen Marker hier wegnehmen. Weil wir jetzt eigentlich über den Marker hier putten. Okay, that's finished off for a par. The back nine here on the North Course begins with the 374-yard par 410. What this hole lacks in length, it makes up for in bite, as a total of seven bunkers are placed at strategic locations, swallowing up any errant shots. So, das waren also die Front 9 im Los Angeles Country Club. Wir stehen an der 10 und das bedeutet in der Regel immer, dass wir hier ein kleines Break machen werden. Ihr seht es hier an der Scorekarte. Wir hatten natürlich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten und dann haben wir dann doch die Sache übernehmen können. Liegen zwei auf nach 9, zwei auf. Und man muss aber auch dazu sagen, dass, wie gesagt, die KI dann doch ein bisschen das eine oder andere, den ein oder anderen Putt nicht ganz so geschickt gemacht hat, wie man sich's eigentlich denken müsste nach diesem Patch. Nichtsdestoweniger, das soll es erstmal gewesen sein für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es war interessant. Der Platz ist auf jeden Fall sehr interessant und wirklich einer US Open, würde ich doch meinen zu behaupten, würdig, denn da werden die Profis schon vor Herausforderungen gestellt und da darf man gespannt sein, wenn man sich das Turnier ansieht und verfolgt, was ich tun werde. Auf jeden Fall, wie hier verschiedene Bahnen, wie die 7 und die 6 und so weiter, wie die hier gespielt werden, da bin ich echt mal drauf gespannt. So, ich hoffe ihr auch und zwar auf die Back 9, die wir dann in dem nächsten Video zu sehen bekommen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Lasst mir doch gerne ein paar Kommentare, ein Däumchen oder noch schöner ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Nichtsdestoweniger wünsche ich euch ein schönes Spiel und viel Spaß mit dem Los Angeles Country Club.